So Freunde, fast hätten wir jetzt kein Video mehr gemacht, aber jetzt gibt's doch noch ein geiles Video. Und zwar machen wir das McDutch Gedächtnisvideo. Und zwar mit was ganz was Leckerem. Und zwar da musst du schon ins Bild reinkommen. Ein Wagyu Flank. Ja. Von My Steak Shop. Gekauft direkt im Mehr Geschäft. Vom Steak Lieferant. Ja. Ja, und da werden wir jetzt einen von nehmen, da sind zwei Stück drin. Einen nehmen wir uns, ein bisschen Öl, also leicht einschneiden, ein bisschen Öl und dann salzen. Und dann werden wir es einfach mal so für zwischendurch verputzen. Da freue ich mich jetzt schon. McDops, McAllister, sorry, aber jetzt das Video, ein Flanksteak vom Wagyu. Du musst es ja heimfahren. Selber schuld, oder Ralf? Ja, aber wie gesagt, es sind zwei da drin. Also eins werde ich gleich wieder einvakuumieren. Meine Adresse hast du. Wie gesagt, im einen so Packer sind zwei so riesen Lappen drin und das wäre uns jetzt doch noch zu viel, da ja noch draußen was im Monolith ist. Ein klein wenig wird es jetzt noch zurecht pariert. Genau. Also viel Arbeit ist es wirklich nicht. Nee, und schaut dieses, euch diesen Monsterlappen an. Genau, und dieses Fett, das lasse ich dran, das ist Geschmacksträger. Sagt man ja so schön. Ich suche jetzt eigentlich nach Sehnen. Da kommt jetzt nur noch der EU-Zettel runter. Das ist auch besser. Ne? Dann etwas Öl und Meersalz drauf. Genau. Wenn wir jetzt so wie hier so dicke Stücke haben, die schneide ich dann schon, damit es schmeckt. Und danach geht das Ding. Einritzen tust du es auch noch? Ja, ich ritze es ein, weil du hast sonst das Problem, dass die Flanksteaks gerne dazu neigen, so schiffschaukelmäßig zu werden. Damit es nicht ist, machen wir da so ein paar Stritze. Brauche aber nicht tief, nur so eben die Oberfläche, dann kann sich das... Und danach geht es auf den Steakburner. Das wird ja dieses Mal direkt ein Freihandvideo, aber egal. Oh, schön warm. Der Steakburner ist vorgeheizt, jetzt muss bloß noch der Ralfi kommen. Oh, da kommt er schon. Oh, ja. Ja, und rein damit. Burn it, Baby, burn it. Kaum reingeschoben, fängt auch schon schön zum Knuspern und Knobbeln an. Andere würden Brutzeln sagen. Jawohl, das ist wieder ein guter Götter. Willst du schon wieder umdrehen? Ja, aber immer so von da nach da, weißt du? Jetzt hast du die grüne Seite gleich schon fast durch. Los. Ein flammendes Inferno. Jetzt war ich nicht schnell genug, wie es umgedreht hat, aber egal, wieder rein und die andere Seite burnen. Jeha! Oh, McTofu, oh, McDutch. Was verpasst du hier Gutes? Den müssen wir schon noch ärgern, weil das ist ja das McAllister Gedächtnisvideo. Genau. Er konnte ja nicht warten. Wir haben ja eine Drehung vollbracht und wieder rein damit. Jiha! Jawohl. Mittlerweile etwas tiefer gegangen und sozusagen noch nachziehen lassen. Und gedreht, weil die dünnere Seite ist schon fast da und hinten braucht man noch ein klein bisschen. Ist vollbracht, Leute. Und dann darf der Ralf das gute Stück anschneiden. Oh, das sieht doch mal richtig gut aus. Das sieht doch mal richtig gut aus, Leute. Kommt jetzt noch ein schöner Steakpfeffer drüber und dann können wir mampfen.
Tja, wie ich vorher schon gesagt habe, die äußeren Enden sind etwas mehr durch, aber dann zur Mitte hin optimal. Sieht das geil aus, oder sieht das geil aus? Gut hast du es gemacht. Ja, ich hoffe, es schmeckt auch. Du hättest den auch schön drüber streuen können. Was haben wir da? Natürlich den Gaucho vom Steaklieferant. Ja. Sprich, My Steak Shop. Exquisit. Lecker. Was grinst ihr da so? Wir wollen auch. Ja, dann esst doch. Das ist schon was Feines, gell? Pack ein, wir fahren. Genau. Unterwegs. Das ist auf der Hand, ne? Auf der Hand wie unterwegs. Kein Problem, solange es das andere im Kühlschrank liegen lässt. Wirklich. So, Freunde. Ja, auf ins Bild hier. Jo, ich wusste nur gerade, wie saftig das ist. Das ist unser gemeinsames Probiererle noch. Mit besten Grüßen an McAllister. Hervorragend. Ja, schade, dass du nicht noch geblieben bist, die 2-3 Stunden. Egal, euch zwei, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Wir haben zu danken, dass wir kommen durften. Ja. Hat mich gefreut. Und das war es jetzt wieder mit den Videos mit Freunden. Ab jetzt geht es dann wieder normal weiter. Mit mir alleine. Wir sehen uns bald wieder. Ja, stimmt. Okay, Leute. Nee, da fällt mir ein, nächstes Wochenende gibt es ja schon wieder ein Video mit dem Mac. Ja. Mac. Ja. Mac. Och, hoffentlich bringt der nicht schon seine Möbel mit. Ciao. Tschüss. So, Freunde, der letzte Nachtrag von diesem sehr, sehr langen Wochenende. Es war einfach nur richtig geil. Danke an alle, wo da waren, auch an die Tagesbesucher, auch an die letzten zwei, wo sich hier verdrücken. Und es war einfach spitze. Ich danke allen. Ich danke allen, wo zugeschaut haben. Ja, das war's. Hasta la vista und tschüss, wir sehen uns. Oh ja, ja, ja. Na, das ist ja ganz gut. Ganz gut schaut das aus. Geil.